Hallo, grüße euch. Heute stelle ich ein ganz außergewöhnliches und besonderes Kinderbuch vor. Das Buch heißt Tauchsommer und das ist, die Autorin ist die Sarah Stritzberg und die wohl für die Illustration hier zuständige Sarah Lundberg. Das sind zwei Frauen aus Schweden und die sind preisgekrönt auch für ihre zum Teil andere Arbeiten, wobei diese Verfasserin wohl des Textes, Sarah Stritzberg, die hat also Theaterstücke und Romane für Erwachsene eigentlich geschrieben und jetzt hier ein Kinderbuch, also das Buch heißt Tauchsommer und erschienen ist es 2024 in Düsseldorf, da sieht man schon, wie schön die Illustration hier ist. Und das Buch wurde von der New York Times, hat eine Auszeichnung als bestes Kinderbuch mal bekommen. Also schon was ganz Besonderes. So, worum es jetzt geht in dem Buch. Die Hauptprotagonistin des Buches ist ein kleines Mädchen und aus der Ich-Perspektive erzählt sie hier eine Geschichte und zwar, dass ihr Vater plötzlich verschwunden ist und es stellt sich dann heraus, also sie hat dann erst später, als kleines Mädchen hat sie es dann erst später erfahren, dass er halt in der Psychiatrie ist, die wird hier nicht Psychiatrie genannt in dem Buch, sondern da wird einfach mal gesagt, es ist ein Krankenhaus. Und da fährt sie dann auch mit ihrer Mutter dann hin und besucht den dann öfter. Und eines Tages sagt der Vater oder teilt der Vater den beiden mit, dass er keinen Besuch mehr haben möchte. Und das kleine Mädchen fährt dann trotzdem da immer noch hin. Und der Vater ist dann irgendwie verschwunden und sie freundet sich dann mit einer anderen Insassin an. Mal gucken, wie heißt die, Sabina hieß die andere Insassin und mit der verbringt die dann den Sommer, wobei diese Sabina eine Leistungssportlerin, wohl eine ehemalige gewesen ist, die auch bei einer WM, beim WM-Schwimmturnier mal teilgenommen hat und die davon träumt, durch den Atlantik zu schwimmen. Und die ist halt auch ein bisschen verrückt. Das ist ja dann eine Insassin. Und die macht dann im Sommer, machen die beiden dann so Schwimmübungen. Ne? Ein Schwimmtraining. Nur Wasser ist kein Star. Ne? Da sieht man die beiden hier. So, und ganz am Ende von dem Buch erfahren wir also, dass das Kind, das hier das kleine Kind, das rückblickend geschrieben hat, das ist jetzt schon älter ist, sie blickt dann hier nochmal zurück, das kleine Kind, und dann sagt sie also, dass das alles geschehen ist, die Geschichte, wo sie halt noch klein war, und dann sagt sie auch, dass es halt Menschen gibt, die nie ganz glücklich werden und die manchmal so traurig werden, dass man sie in ein Krankenhaus bringen muss, bis es wieder, diese Krankheit wieder vorbei ist. Ne? Der Vater kommt dann, also das Buch geht dann auch gut aus, ne? Der Vater kommt dann auch tatsächlich dann wieder nach Hause. Ne? Ja, okay, die Sabina hat sie dann nicht mehr gesehen, ne? Wo sie dann nicht mehr in das Krankenhaus gefahren ist, Vater wieder zurück. Ne? Die hat sie dann nur einen Sommer lang gesehen und da blickt sie dann so zurück. So, man sieht, das ist ja hoch anspruchsvoll für Kinder. Trotzdem empfiehlt der Verlag das hier sogar schon für Kindergartenkinder, für Ältere, also für Fünfjährige. Da kann man sich überlegen, ob ihr das so einem Kind schenken möchtet. Also es ist jetzt kein irgendwie Hilfsratgeber sozusagen für Kinder oder Eltern, wie man sich da verhalten soll, wenn da einer psychisch krank wird aus der Familie, sondern es wird eine Geschichte erzählt, eigentlich eine Art Roman, eine Art Bilderbuchroman, also schon was ganz Anspruchsvolles für Kinder. Der Text, also wenn ich das wirklich für einen Fünfjährigen hier in die Hand drücken soll oder das dem vorlesen soll, da ist man schon etwas beschäftigt, es ist nicht zu viel Text, ne, aber es ist doch schon einiges auch an Text, ne, für einen Fünfjährigen. Hm? Grafiken ganz toll und der Text, also der Text ist auch so schön, also der ist so poetisch, der geht einem auch so ans Herz, ne? Also das ist wirklich, also ein ganz besonderes Buch. Ne? Ich lese jetzt einfach mal vor, dann könnt ihr euch vielleicht auch schon mal von der Poesie etwas anstecken lassen, dieses Buches. Ne? Das ist hier also
sagen, das erste Blatt, Tauchsommer. Und dann geht's los mit dem ersten Bild. Und da sieht man, Mutter und Kind sitzen am Tisch. Scheint so, als würden sie frühstücken. Und der Platz vom Vater ist leer. Jetzt lese ich den Text dazu. Eines Tages war mein Papa einfach weg, als hätte ihn jemand aus der Wirklichkeit herausgeschnitten. Am Frühstückstisch, wo er sonst saß, war jetzt ein Loch. Ich lese jetzt die zweite Seite vor. Aber im Fotoalbum ist er noch da. Da spielt er Tennis. Dort feiert er mit Freunden und lacht. Er liebt Feste. Vielleicht sollten wir ein Fest machen, damit er zurückkommt. So, hier sieht man das Fotoalbum. Wo der Vater noch glücklich ist. Ne? So, weiter geht's. Es dauert lange, bis ich endlich erfahre, wohin er gegangen ist. Vielleicht haben es alle anderen schon längst gewusst. So, da sieht man das Mädchen hier im Bus mit seiner Mutter. Und gleich sieht man auch auf der nächsten Seite, wohin sie fahren. Hier lebt er in einem ganz normalen Haus mit Türen, Wänden und Fenstern. Aber die Türen sind abgeschlossen. So. Das ist also das Krankenhaus, so wird es im Buch oft hier genannt. Es ist wohl eine Psychiatrie. Ne? So. Von allen Seiten umsorgen ihn Engel. Sie sind aber nicht gekommen, um ihn zu holen. Sie überwachen hier unten einfach sein Leben, damit er nicht wegfliegt. So, da ist das schöne Bild. So, aber ich kann das Buch natürlich ja nicht, euch nicht ganz vorlesen. Das kriege ich vielleicht auch Ärger mit dem Verlag. Also das soll erstmal reichen für euch, damit ihr hier einen Eindruck habt, was das für ein schönes, poetisches und wirklich literarisch auch für Kinder sehr anspruchsvolles Buch. Wirklich Sätze, die total zum Teil überraschen und zu Herzen gehen. Also nicht so irgendwie 0815 Sätze. Ne? Okay, und die Grafiken dazu, also ganz, ganz toll. Das ist dann sozusagen, wenn man so will, für Kinder, wenn man das einem Kind in die Hand gibt. Vielleicht auch, natürlich kann man das jemand in die Hand geben, Kind, das vielleicht irgendwie in der auch jemand hat, der mit psychischen Problemen hadert in der Familie. Aber es ist vielleicht auch so für ein Kind einfach eine spannende und interessante Geschichte. Und für Erwachsene ist das auch, also ich habe das sehr, sehr gern gelesen. Eine zu Herzen gehende Geschichte. So, das war schon meine Vorstellung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.